Moskau zeigt sich heute von seiner schönsten Seite, was das Wetter angeht. Liebe Zuschauer, und damit willkommen in der Okrizie Arena. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon sind wieder einmal Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und das ist einfach ein Spiel, das eine Menge verspricht. Spartak Moskau gegen Brøndby IF. Spannende Sache, Wolf. Sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie? Kommen, weil sie dem Gegner auf den Füßen stehen, weil sie ihm keine Luft zum Atmen geben. Ballbesitz ist weg. Sie suchen die Lücke. Victor Moses. Gut gemacht, da holen sie sich den Ball zurück. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Vielleicht die Führung jetzt. Sie können sich befreien, tolle Aktion. Gute Balleroberung hier. Gut den Ball verteidigt. Klasse Pass, könnte was werden. Er lässt sich da nicht aufhalten. Ball kommt in die Mitte. Da kann er erstmal klären. Promes. Ganz energischer Einsatz. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Aber jetzt ist der Ball doch weg. Da waren sie für einen Moment unkonzentriert. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Sieht nicht ungefährlich aus. Da waren sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Promise. Kann er was draus machen? Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz. Aber ich glaube, das kann ihnen völlig wurscht sein. Sie führen, nutzen ihre Chancen, sind sehr, sehr effektiv in ihrer Spielweise und das zählt am Ende. Gut dazwischen gegangen. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Promise. Fairer Einsatz hier. Schöner Spielaufbau. Sie wollen natürlich jetzt den Ausgleich, wollen hier wieder rein in diese Partie. Toller Pass. Zur Pause steht es 1-0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt.
Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Promes. Gute Aktion jetzt. Jetzt kann die Flagge kommen. Ball ist unterwegs. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Victor Moses. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation, Gefahr bereinigt. Er verteidigt den Ball mit viel Einsatz. Gute Aktion. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Unaufhaltsam. Spielt den Ball. Vielleicht die Führung jetzt. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Wir sehen es, beide Mannschaften wechseln. Jetzt die Ecke. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Gute Aktion. Sie haben den Ball. Wird's jetzt gefährlich? Chance jetzt zur Flanke. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Promes. Langsam wird's gefährlich. Schönes Dribbling. Quincy Promes. Schön dazwischen gegangen. Da ist Platz für den Konter. Sie holen sich den Ball. Ah, das war keine gute Aktion. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Machen Sie jetzt gut die Balleroberung. Ist das hier die Entscheidung? Sehr gut gemacht, die Gefahr ist vorbei. Samuel Gigot. Roman Sobnin.
Ja, das könnte ihre letzte Chance sein, hier zumindest noch auszugleichen. Roman Sobnin. Könnte der Ausgleich werden? Das ist der Ausgleich. Ist es denn zu fassen? Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Vielleicht bekommen sie jetzt noch eine Chance. Jetzt könnte die Flanke kommen. Das ist der Abpfiff der regulären Spielzeit. Unentschieden.